Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Spiel Pure Farming 2018. So, neue Folge, neues Glück. Wir haben 4:44 Uhr, ich habe die Zeit ein bisschen vorgespult, sodass wir nicht die ganze Nacht mitbekommen oder ihr nicht die ganze Nacht mitbekommen. Der Helfer immer noch am Arbeiten. Diese Folge sollte das eigentlich schaffen. Ich hoffe es zumindest. Was wir jetzt als erstes machen werden, ist Folgendes. Wir haben übrigens schon die erste Rate zahlen müssen. Ich dachte, es geht monatlich. Aber irgendwie anscheinend nicht. Deswegen dachte ich, drehst du die Ratenzahlung ein bisschen höher. Also, irgendwie mal schauen, wenn wir die nächste Rate zahlen müssen. Aber jetzt gucken wir doch erstmal, was wir diese Folge machen. Wir werden nämlich Folgendes tun. Wir werden... Ja. Diesen Traktor, ihr ahnt das schon, verkaufen. Weil, das ist eigentlich Quatsch, dass wir den noch haben. Den hatten wir damals am Anfang gekauft. Oder hatte ich damals am Anfang gekauft. Aber denke nicht, dass wir den noch weiter benötigen. Wir werden gleich, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Ich weiß nicht, wie lange der Helfer noch benötigt. Da werde ich auch jetzt nicht eingreifen. Ich will, dass er das packt. Ich will, dass wir da ein Ende bekommen. Natürlich ist das schon jetzt über 6 Folgen, 5 Folgen, ich weiß es nicht. Aber das sehe ich gar nicht ein, Leute. Wir haben den bestellt, also macht er das auch nicht. Nee, also das werden wir jetzt verkaufen. Dann werden wir vermutlich sogar erst schon mal ein Stückchen ansehen. Dann werden wir wieder auf den Gruber wechseln. Also so, dass wir das irgendwie packen. Wir werden bei den Paprikas schauen. Und ich denke, ach so, wir müssen. Ich glaube, Verkauf an der Maschine. Sehr schön. Und dann werden wir den verkaufen. Zack. Sehr schön. Aber wir haben sehr viel Geld. Wir können sozusagen jetzt auch heute die Kühe angehen. Das ist auch eine gute Idee. Ja, das ist ganz gut. Wir gehen da rein. Und werden den hier natürlich lassen, weil wir den auf jeden Fall noch benötigen. Zack. Und werden natürlich mit Licht fahren. Ganz klare Sache. Licht war mit, muss ich schon wieder gucken. Licht, F2. So. Jetzt werden wir mal eben zu den Kühen fahren, weil wir das ja auch unbedingt anschauen wollten. Zack. Und gucken wir mal da. Weil wir haben jetzt auch schon wieder ein bisschen Geld. Ja, genau. Dann soll das gebaut werden. Ja, da passt jetzt 10 Kühe rein, wie es aussieht. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich eine richtig, richtig gute Idee mit den, mit dem Aufrüsten und erstmal bauen und so weiter und so fort. So, also, Güllemilch, Flüssigdünger. Ach so, ja, warte mal, jetzt ist schon wieder hier. Genau, Flüssigdünger ist Mist. Genau. Futter, ja, okay. Also eigentlich müssen wir Folgendes nur reinschmeißen. Wir müssen nämlich... jetzt erstmal Kühe kaufen. Und dann kaufen wir, ich würde sagen, was habe ich jetzt? 5 Stück. Machen wir das standardmäßig auf 10. So, 100%. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Futter. Kaufen wir auch. Und jetzt, jetzt haben wir nicht so viel Geld, aber passt. 17% Futter. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal. So, und das sind die guten Dinger. Schaut euch das mal an. Die eine guckt durch die Wand. Oder das eine, das Kälbchen. Ich weiß gar nicht. Die sind alle wirklich eingezäunt. Das sieht ganz gut aus. Bin mal gespannt, wie die sich entwickeln. Und dann, ob die wirklich auch was abgeben. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, können wir über das Menü die Milch theoretisch verkaufen? So. Ja, kann ich auch verkaufen, theoretisch, ne? Aber es, man würde immer mehr Geld bekommen, wenn man es, glaube ich, direkt hinbringt. Okay, so. Weiter geht's. Es geht ans Sehen. Also es kann sein natürlich, dass der eine oder andere sagt, das ist... totaler Quatsch, was du machst. Mach doch erstmal eine Arbeit zu Ende.
Aber ich hoffe einfach, dass der jetzt mal was beendet hier. Der Helfer. Aber das zieht sich jetzt schon extrem lange. Zack. Und denke mal. Guck mal, was da fährt. Nice, ne? Und der fährt hier schon zur Zielsonne mal her. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Leute. Aber es ist schon ein schönes Bildchen. Seen oder Seemaschine mit JCB. Hat was. Dass sie sich so eine schöne Marke klären konnten. Das finde ich super. Finde ich wirklich super. So. Und wenn wir das erste Mal diese Map hier, weil so viel ist momentan noch nicht auf dieser Karte zu sehen. Ist halt eine Preview-Version. Wenn wir jetzt erstmal durch sind, dann können wir natürlich auch sagen, wir schauen uns nochmal die Herausforderung an. Wollen wir mal abwarten. So. Ich würde sagen, schauen wir, dass wir das hinbekommen. Wir arbeiten. Wir können den Thermomaten anstellen. Warte. Und dann sieht das so aus. Oh, gleich haben wir's. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass wir heute schon mit Seen anfangen. Weil die ist halt nicht so groß, ne? Ich glaube, das ist die, wie wir sie aus dem LS kennen. Ah, der Helfer zieht durch, Leute. Der Helfer zieht durch. So. Gucken wir mal. Könnt jetzt auch hier einen Arbeiter anstellen, aber ich denke mal, nachdem das jetzt hier mit dem Helfer ist, machen wir das lieber selber. Weil aber das Flügen, es ist echt nicht meine Arbeit. Das muss ich nochmal betonen. Natürlich hätte ich eingreifen können, aber... Ich habe gehört, man muss einfach Geduld haben. Hat man mir gesagt. So. Ja, worauf ich auch gespannt bin, ob halt die Deutschlandkarte allgemein so klein bleibt oder ob die noch vergrößert wird oder was der Plan da ist. Also... Ist halt schon ziemlich klein. Wir haben ja auch letzte Folge kennengelernt, entweder pflügen oder grubbern. Wir müssen gleich doppelt machen. Aber was mich wundert, dass Selfa noch kein Mal von selber aufgehört hat. So, wo soll ich Arbeit beendet? Nee, das hat er noch nicht gesagt. So, können wir in die Innenperspektive gehen, aber wir haben noch nicht mal Spiegel. Und ich sehe auch absolut gar nichts hier drin. Wir müssen von außen machen. Nützt alle nichts hier. So, wir haben sozusagen in den letzten Folgen, ich sag mal, nicht, also wir haben Medium viel geschafft. Wir haben natürlich Sachen umgerüstet oder Gerätschaften getauscht, Fahrzeuge getauscht und so weiter und so fort. Das ist in Ordnung, ja, aber wo man sagen kann jetzt, ach, oh, verdammt, wir haben Geld verdient, würde ich jetzt sagen, haben wir gar nicht gemacht. Nee, haben wir gar nicht gemacht, wir haben nur Geld ausgegeben. So ist das, vermutlich werden wir auch, wenn wir ganz ehrlich sind, in den Miesen gehen durch unseren... Kredit da. Ich weiß nicht, was die Paprika bringen. Sehen wir das schon, wenn wir auf V gehen? Nee. So, wir gehen auf Paprikaschoten. 1535 Euro die Tonne. Ich habe keine Ahnung, wie viel da rauskommen. Keine Ahnung. Wenn wir aber jetzt mal auf... wo haben wir das denn nochmal gehabt? Statistiken. Felder, Gewächshäuser. Nee, das will ich ja gar nicht. Warum habe ich die Ernte verloren?
Warte mal ganz kurz, wir müssen mal eben ganz schnell schauen. Wir müssen echt mal ganz schnell schauen, ob wir noch Dünger drin haben. Aber das wäre eine Katastrophe jetzt, ne? Vielleicht haben wir deswegen Ernte verloren. Da muss man immer wieder gucken, dass wir das hier ans Laufen bekommen. Und genauso mit dem Futter müssen wir einen Blick haben. Oha, Leute. Ich seh's. Ich seh's. Rückwärtsgang einlegen, direkt. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ich hole mal ein paar Fuhren. Oh, Dünger wird aber viel verbraucht. Der Wahnsinn. Mensch, ich dachte, das wäre alles ganz. Ah. So. Ganz neutral. Also, wie heißt das? Alles Bio. Zack. Und noch einmal Rückwärtsgang einlegen. Ich meine, das kostet jetzt echt nicht viel. Das können wir uns noch leisten. Zack. Gott, das sieht aus, bestimmt bei euch in der Aufnahme. Rückwärts, vorwärts. So. Zack. Ich weiß nicht, wie wir das ernten. So. Enden wir das vielleicht so irgendwie? Feldfrüchte. Naja, wir warten einfach mal. Ich würde sagen, wir warten. Oh, die sehen schon aber lecker aus. Orangene, Leute. Ich will aber grüne haben. Ich will grüne haben. Ach genau. Stopp. Wasserlevel ist bei 50. Ja, es reicht noch. Es wird noch reichen. Wir gehen mal da durch. Futter 17%. Ah, ich habe die Zeit vorgespult, ne? Wir müssen bei den Schafen nämlich auch mal eben gucken. Ich weiß gar nicht, ob die absterben können. Ja, hallo Leute. Was geht? Alles klar? Ich guck mal bei euch eben. Und bei den Hühnern wollte ich auch gucken, wie die sich so entwickeln. So, Futter 49%. Wollsäcke 20%. Ha! Ah, deswegen hat er den Frontlader, ne? Hehe. Stimmt. Was kriegen wir dafür? Mal gucken. So. Milch. Ach, kann ich. Sehe ich hier gar nicht. Okay. Sehe ich auch. Ist jetzt, da steht Viehmarkt. Passt natürlich nicht. Ich wollte Wolle gucken. Eier. Nee, wegen Wolle sehe ich gar nichts. Puh. Aber hat hier schon gut was drauf, ne? Interessant. Müssen wir mal gucken. Küken. Okay. Gucken wir da eben bei den guten alten. Ach, können gesammelt. Ah, ha, Leute. Das ist sehr cool. Gewächshausfrüchte. Gewächshausfeldfrüchte, genauer gesagt. So, wie läuft das da? Muss ich ja mit einem Anhänger vorbeikommen? Bin ich mal gespannt. Oder wie die Ernte da ist. Ah, ach, Paletten, okay. Oh. Die sind ja, okay, doch grüne. Jetzt wächst sie aber automatisch auch weiter, hoffentlich, ne? Wachstum 0%. Nicht eingesammelte Feldfrüchte verloren gehen. Ja, wir schauen mal, ob das hier weiter, ob hier weiter produziert wird. Mal gucken. Was haben wir? Okay, wir machen weiter. Sorry, Leute. Oh. Ihr seht es, Leute. Ihr seht es.
So. Also hätten wir doch vielleicht sogar den Frontlader behalten sollen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den doch... Ach, wir können aber auch Paprika verkaufen, ne? Mal nicht über... Über das Menü. Werden wir in der nächsten Folge mal gucken. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Immer so viel im Menü rumklicken wollen wir ja auch nicht, nicht? So. Ihr seht schon 30%, ne? Ja, richtig gut. Hauptsache er lügt uns nicht noch gleich hier unser Gesätes weg. Das wäre es ja noch. Dann ist er aber direkt weg hier. Das reicht's mir. Das Schlachthaus ist direkt gegenüber. Müssen wir mal gucken, ob es da auch einen Tiertransportwagen gibt oder was wir da einsetzen könnten. Müssen wir alles mal schauen. So. Nur am Geld ausgeben hier. Noch nichts reingekommen, ey. Das ist echt Wahnsinn. Beziehungsweise doch, es ist was reingekommen durch unser Fahrzeugverkauf. Aber letztendlich haben wir natürlich mehr ausgegeben als eingenommen. Und wir haben es eigentlich nur wieder verkauft, weil wir es falsch eingekauft haben. Beziehungsweise, okay, der Frontlader hat aber gesagt, ach, weg damit. Weg damit. Das haben wir uns gesagt. Das habe ich mir gedacht. Kehr, kehr, kehr. Das ist echt, also das ist echt, was mir einfällt. Was mir gerade einfällt, Leute. Wir probieren nächstes Mal, wenn wir nur grubbern und dann sehen, ob das reicht dann schon oder wie das aussieht. Müssen wir einfach mal testen. Einfach mal durchgehen. Weil ist irgendwie, ich habe es ja so verstanden, dass es manchmal reicht, wenn wir dann nur grubbern. Weil wir jetzt nochmal im Menü gehen, hier haben wir das, Getreidefelder, alle Felder müssen vor dem Sehen entweder gepflügt oder kultiviert werden. Eigentlich ganz cool. Mal gucken. Oh, falsche Taste haben wir gedrückt schon. Ja, sehr gut. Soll er doch eigentlich noch diese Folge schaffen. Habe ich, sag ich eigentlich jede Folge, ne? Er soll das endlich mal fertig bekommen. Ich könnte ja auch, ihr habt ja eigentlich recht, ich könnte eingreifen. Das ist vollkommen richtig. Nur ich habe ehrlich bin keine Lust darauf. Ich habe keine Lust zu pflügen. Und jo, deswegen mache ich das jetzt halt schon mal so kleine Vorbereitung, dass wir hier schon mal die Hälfte gleich gesät haben. Und dass wir dann wieder auf den Grubber wechseln, dass wir das eben fertig machen. Und dass wir dann, ich hoffe, nächste Folge sogar sagen können, okay, wir haben das Feld jetzt besät. Bitte erstmal gegrubbert, gepflügt. Nein, nochmal. Gepflügt, gegrubbert, gesät und dann werden wir, ja, mal schauen, bewässern, düngen oder was auch immer. Müssen wir eben mal gucken. Und spritzen steht da auch, ne?
So, noch einen Rückwärtsgang hier reinsetzen. Noch einen Vorwärtsgang. Komm, fahren wir noch einmal zurück, weil wir müssen sowieso gleich umhängen. Oh, Leute. Das sieht doch nach einem Erfolg heute aus. Mal gucken, wann die Meldung kommt. Mal gucken, wann die Meldung kommt. Da bin ich doch mal gespannt. Gepflügt 99%. Ey, wunderbar. Gucken wir doch mal. Steigen wir doch mal aus. 99%. Wo? Also, Leute, hier 100 will ich aber haben. Ich habe jetzt lange drauf gewartet. Steigen wir mal ein. Gucken wir mal, wo er hier was. Wenn das jetzt ehrlich diese Ecke ist, ne? Dann ist hier aber Schluss. So. Nein, egal. 99 haben wir jetzt. Ja, wenn er nicht möchte, dann möchte er nicht. 99 reicht. Nach oben bewegen. Und dann möchten wir ganz gerne. Der war gar. War der gar nicht. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Hast du ehrlich so gearbeitet, Helfer? Nee. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Ich bringe mich jetzt einmal nach Hause hier. Flug. Was weiß gar nicht, wo wir sauber machen können. Du. Glaube es nicht. Hat er mit Zoom Flug gearbeitet hier. Einmal mit Profis. Oh, arbeiten. Ja, da sage ich es und war selber fast da dran. So, puh, Leute, das war ein langer Weg. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und sage bis zur nächsten Folge und tschüss.